Ulti hat ein neues Video hochgeladen und das müssen wir uns ja angucken, weil wir gucken jedes Ulti-Video im Stream. Let's fucking go. Protagonisten sind logischerweise darauf ausgelegt, der Fokus in einem Spiel zu sein. Ich denke, das ist irgendwo die Definition von einem Protagonisten. Manchmal aber schaffen es Nebencharakter, ein fast schon größeres Aufsehen zu bekommen. Wir wollen uns heute ein paar solcher Beispiele aus dem Bereich der Videospiele anschauen und okay, jetzt bin ich gespannt, ob sie zu was taugen oder nicht. Let's go. Bringen wir erstmal das Offensichtlichste hinter uns. Die Mario-Reihe ist ein bodenloses Fass an Spin. Das hat zwar mit diesem Video nichts zu tun, aber könnt ihr euch noch an dieses Crossover erinnern zwischen Demi Neutron und Cosmo und Wanda, wenn Elfen helfen? Ich fand das so cool. Ich fand das auch viel besser als diesen Real-Life-Film. Wilde Zeiten auf jeden Fall. Okay, wir gucken jetzt wirklich das Video. Selber der Fokus ist aber auch viele, in denen er es nicht ist. Offensichtlich zuallererst die Luigi's Mansion-Reihe, in der Luigi erstmals im Mittelpunkt steht. Luigi war schon immer der von Mario ein wenig klein gehalten wurde. Es ist balsam für die Seele, Spiele zu haben, in denen er elendig entführt wird und Luigi an der Reihe ist ihn zu. Ja, definitiv. Also ich finde auch die Personality von Luigi irgendwie viel interessanter als die von Mario. Weil Mario ist halt einfach, Mario. Er ist halt der Held, er ist freundlich und rettet die Prinzessin. Also viel mehr Charakter hat er eigentlich nicht. Und Luigi hat viel mehr Tiefe. Wisst ihr, was ich meine? Retten. Was ich an den Spielen besonders Luigi mag, ist halt, dass sie komplett anders sind als alle anderen Mario-Spiele. Sie haben nicht einfach Luigi irgendwo raufgeklatscht. Sie haben komplett eigenständige Spiele gemacht mit einer komplett eigenen Atmosphäre. Wisst ihr, wer aber noch ein krasserer Sidekick war als Luigi? Yoshi. Ich muss euch etwas gestehen, und zwar, ich habe Luigi's Mansion nie durchgespielt. Also ich habe das Spiel auch nicht besessen, ich habe das bei meinem Cousin gespielt, aber aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht. Also mich hat das Spiel damals als Kind nicht so abgeholt. Ich habe das so gespielt und dachte mir so, also es war jetzt nicht so, dass ich mich gegruselt habe oder so, aber ich habe das Game gespielt und dachte mir so, irgendwie holt mich das nicht ab. Krasserer Sidekick war als Luigi Yoshi! Woher wusste ich das denn? Mario World für das SNES offen war buchstäblich nur dazu da, um auf ihn zu reiten und ihn zu opfern. Ja. Yoshi hat es aber weit gebracht, da er mit Yoshi's Island nicht nur sein eigenes Spiel bekommen hat, sondern förmlich sein eigenes Franchise. Das Spiel war richtig gut, Yoshi's Mann. Yoshi's Safari für das SNES? Das war, glaube ich, das erste Yoshi-Spiel, ne? Ich glaube, das wissen viele nicht. Das ist ein First-Person-Shooter, an dem man aus der Sicht von Yoshi alle möglichen Ziele abballern muss, mit Hilfe seiner Lightgun. Das sind wirklich Knarren, die man sich kaufen konnte und mit ihnen mehr oder weniger präzise. Als Kind konnte man sich damals Knarren kaufen. Für sein NES oder SNES. Und ich hatte so eine. Also in Kasachstan hatte ich eine NES und ich kann mich noch erinnern, also ich war super jung, ne? Ich war 4, 5 oder 6 Jahre alt und ich besaß Duck Hunt. Und meine Eltern haben mir wirklich so eine Knarre gekauft für die NES, damit man Duck Hunt spielen konnte. Absolut wild. Ziele auf den Fernseher zielen konnte. Einer meiner Favorite Yoshi Games wird wohl aber immer Yoshi Touch and Go sein. Ich habe einen Softspot noch nie gespielt für dieses Spiel. Bei mir ist es Yoshi Story. Ich bin mir nicht ganz sicher, wer von euch das schon mal gespielt hat, aber wer kennt Yoshi Story für die N64? Das Spiel hat so ein, oh, es ist so cool und die Musik auch. Das ist richtig süß, warte. Die Art und Weise, wie das Spiel aufgebaut wurde. Es sieht aus wie ein Kinderbuch. Also es war super, 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 super süß, das Spiel. Art Yoshi Endless Runner. Man muss eigentlich nichts machen, außer Gegner töten und Hindernisse überwinden, aber es macht halt echt super Spaß und ist einfach super süß gemacht. Yoshi ist aber nicht der Einzige, bei dem ganze Spiel... Es gibt ein Spiel, wo Yoshi übertrieben komisch aussieht und das ist Super Smash Bros. Melee. Ja. Was ist das für ein Hurensohn? Wie sieht er aus? Digga, wirklich. Also, ich bin mir nicht ganz sicher, was sie verkackt haben bei dem Design von Yoshi bei Super Smash Bros. Vielleicht liegt das unter anderem daran, dass dieses Spiel innerhalb von einem Jahr entwickelt wurde. Ich glaube nicht mal. Ich glaube 8 Monate oder so. Aber der sieht in Super Smash Bros. Melee so unfassbar scheiße aus. So hat er auszusehen. Viele Reihen aus dem Boden gestampft wurden. Wario war zum Beispiel einfach nur der Bösewicht aus Mario Land 2 und hat daraufhin seine eigenen 2D-Plattformer bekommen. Den 3D-Plattformer Wario World und die WarioWare-Spiele, die quasi eine Art Minigame-Collection sind. Und das, obwohl er buchstäblich einfach nur Mario in Gelb und Fett ist. Jeder Schwanz... Hat er gerade Wario gebodyshamed? Ulti, erstmal Diabo. Hatte Mario-Universum sein eigenes Spiel bekommen. Bodyshamed. Peach, außer... Okay, also Captain Toad hat mich wirklich nie gejuckt.
Ich weiß nicht, warum. Ich habe gehört, also ich will nichts Falsches sagen, ne, ich kann das nicht beurteilen. Ich habe gehört, Captain Toad soll eigentlich ganz gut sein. Weiß nicht, also das Game spricht mich halt wirklich gar nicht an. Naja. Sorry, Bro. Wenn man übrigens das mal darüber nachdenkt. Das tut mir so leid mit Waluigi, also ich kann absolut nicht nachvollziehen. Also, wieso kriegt er kein eigenes Game? Guck ihn dir an, Alter. Der hat doch ultra viele Fans. Waluigi ist so fabulous, ja. Seine Gewinneranimation in verschiedenen Spielen ist eher mit einer Rose im Mund. Er ist smooth. Wenn man übrigens mal darüber nachdenkt, ist der bekannteste Vertreter am Land der Nebencharakter, die ihr eigenes Ding wurden, Mario selbst. Er war am Anfang lediglich der Typ im Spiel Donkey Kong. Stimmt, also früher war er Jumpman. Also er hieß nicht mal Mario. Leitern hochklettert und hat erst später sein eigenes Spiel bekommen. Ist eigentlich krass, ne? Also eigentlich ist in diesem Universum Donkey Kong der Main-Character gewesen und Mario der Side-Character, sozusagen. Doch wirklich nach ihm benannt wurde. Es ist übrigens kein Einzelfall, dass einzige Spin-Offs das Original in Sachen Popularität übertrumpfen. Lasst uns mal ganz kurz... Oh, ich wusste es! Oh mein Gott, ich habe es gecallt. Ich habe vorhin über die Raving Bravids gesprochen. ...über Rayman reden. Das erste Rayman-Spiel für die PS1 ist eines der schwersten Spiele, die ich je gespielt habe. Das war aber so geil. Ich habe das bei meinem Cousin gespielt. Der hat eine PlayStation 1. Und damn... Das Game hat richtig Bock gemacht. Trotzdem konnte es durch seine ausgefallenen Designentscheidungen und das herausfordernde Gameplay viele Fans gewinnen. Rayman 2 hat die Reihe direkt in die dritte Dimension geholt und mit Rayman 3 perfektioniert. Als man Rayman 4 dann aber angefangen hat zu entwickeln, dachten sich die Entwickler so, yo, lass uns Rabbids einbauen. Ich denke, wir sollten den Spielern keinen heftigen Jump'n'Run-Nachfolger gönnen, sondern ein Partyspiel mit diesen Hasen, den Rabbids. 2006 erschien Rayman Raving Ich muss sagen, diese Rabbids, ne, die sind aus irgendeinem Grund übertrieben beliebt, aber ich habe irgendwie, ich weiß nicht, irgendwas haben die Ansicht, was in mir so Hass verursacht. So, ich sehe die und denke mir, diese verfickten Rabbids, wirklich. Ich kann nicht, Rabbids und Minions haben für mich genau denselben Vibe. Und beides hasse ich. Rabbids für die Wii und war quasi eine Collection aus diversen Minigames. Ubisoft hat aber gemerkt, dass die Rabbids vor allem bei der jüngeren Spielerschaft... Oh mein Gott, stellt euch mal vor, es kommt ein Spiel oder ein Film raus mit den Rabbids featuring den Minions. Rabbids und Minions machen gemeinsame Sache. Boah, Digga, das wäre für mich der schlimmste Film überhaupt. Ich glaube... Keine Ahnung, also wenn ihr mich foltern wollt, dann könnt ihr mich gerne in so einen Keller sperren, ihr könnt mich fesseln, so einen Fernseher vor mir stellen und dann diesen Film abspielen lassen, so dass die Art und Weise, wie ihr mich am besten foltern könnt. Echt gut ankommen. Sie haben einfach angefangen, jährlich Rabbids-Spiele rauszuhauen. Ein Jahr später kam direkt Rayman Raving Rabbids 2 raus, dann TV-Party, bis das nächste Game Rabbids Go Home nicht... Junge, guck sie dir an. Die machen mich aggressiv. ...mal mehr Rayman im Namen... Junge, wie... Also vor allen Dingen... Also guck mal, es ist ja eine Sache, wenn man die feiert, ne? Aber es gibt ja auch Leute, die sehen diese Rabbids und sagen so, oh, voll süß, die Rabbids sind voll süß. Wo sind die süß, Digga? Guck sie dir an! Ich habe noch nie so hässliche Hasen gesehen, wo sind die denn süß? ...hat sie und unser gliedmaßenloser Freund endgültig im Hintergrund stimmt. verschwand. Oh mein Gott, Tageru, du hast recht. Das gibt mir wirklich Yamba-Vibes. Das sind solche Yamba-Figuren. ...V-Show bekommen, zahlreiche Partygames und sogar mehrere Crossover mit Mario. Hier könnte ein Rayman und Mario Crossover sein, aber es sind jetzt die Rabbids. Rayman auf der anderen Seite ist ein bisschen tot. Aber man kann ihn in Brawlhalla spielen. Ich meine, das ist immerhin ein Erfolg. Leider ist aus Tingle nie so ein großes Ding geworden. Ihr wisst schon, der Typ, der nur dazu... Warum leider? ...da war, um in Majora's Mask Karten zu verkaufen und von seinem Vater als Loser bezeichnet zu werden, hat auch seine gute Anzahl an Videospielen bekommen. Aber nur in Japan, glaube ich, oder? Genau zu sein. Und ihr wisst nicht, was für eine Freude es mir ist, die euch jetzt vorzustellen. Tingles Rosie Rupee Land, in dem man so viele Rubine sammeln muss wie möglich, um reich und wohl... Aber ich finde, die Spiele an sich sehen gar nicht mal so schlecht aus. Also auch wenn ich kein großer Fan von Tingle bin, ich würde sie trotzdem spielen. ...haben zu werden. Tingles Balloon Fight DS, wo man ähnlich wie im NES-Klassiker... Tingle sieht aus wie Vic. Okay, Coca-Cola-Boss, vielleicht mal Tomate aus den Augen nehmen. Gegner als Ballon-Tingle töten muss. Too much Tingle-Pack, was im Grunde einfach nur ein Taschenrechner, eine Stoppuhr und andere Sachen ist, die man mit seinem Handy machen kann. Und Tingles Balloon Trip of Love, wo es diesmal statt um Rubine gewinnen, um Frauen... Warte mal, soll das irgendwie... Princess Peach auf Wish bestellt sein? ...gewinnen geht. In diesem Abenteuer, das sehr an der Zauberer von Oz angelehnt ist, müssen wir um die Gunst der Frauen kämpfen und dabei zahlreiche Rätsel lösen. Eigentlich ziemlich wild. Tingle sieht aus wie Dönerbuden Adi. Ah, ja,
Ja, jetzt wo ich mir so angucke, er sieht genauso aus wie Dönerbuden Ali. Absolut, 1:1. Es kam seitdem kein Tingle-Spiel mehr raus. Trotzdem interessant, dass ein scheinbar so unwichtiger Nebencharakter direkt so viele Games bekommen hat. Ja, aber das liegt daran, weil der in Japan halt übertrieben beliebt ist aus irgendeinem Grund. Sonic hat es da ein wenig simpler gehalten. Es sind bei Sonic nie heftige Spielereien entstanden, aber es gab hier mal ein Tails-Spiel, dann gab es hier mal ein Dr. Eggman-Spiel. Es ist ein Shadow-Spiel rausgekommen, das irgendwie niemand mag, außer die Leute, die es damals als Kind gespielt haben, da man hier mit fucking Maschinengewehren rumballert und auf einem coolen Motorrad fährt. Aber das klingt irgendwie geil, wenn ich ehrlich bin. Ich muss euch aber enttäuschen, ich habe das Spiel vor nicht allzu langer Zeit gereplayed und es ist echt Arsch. Ein Spiel, das unter den Sonic-Spin-Offs für mich aber immer ganz klar herausgestochen hat, ist Knuckles Chaotix für die 32X. Hier hat unser roter Freund Knuckles die Hauptrolle. Knuckles? Im Grunde unterscheidet es sich vom Gameplay her nicht so krass von der Main-Reihe. Es ist ein cooles 2D-Jump'n'Run, aber man muss auch nicht immer auf Krampf irgendwas Neues machen. Manchmal reicht es auch einfach, dieselbe Formel beizubehalten. Übrigens, ich habe neulich das erste Mal in meinem Leben Sonic-Spiele gespielt. Also Sonic ging immer so ein bisschen an mir vorbei. Sonic hat mich irgendwie nie wirklich interessiert und ich besaß damals auch keine Sega. Und vor ungefähr einem Monat hat Dylan, also mein Kater Dylan, ein Video mit mir für seinen Kanal gedreht. Und es geht unter anderem darum, dass ich Sonic-Spiele ausprobieren soll. Und das war einmal ein 2D-Sonic-Spiel, das war ein 3D-Sonic-Spiel und ein sehr aktuelles 3D-Sonic-Spiel. Und also ich will euch noch nicht zu viel verraten. Wir haben das Video, keine Ahnung, vor ungefähr einem Monat gedreht. Und ich warte seitdem darauf, aber leider ist Dylan ein fauler Bastard und schneidet das Video nicht fertig. Dylan, falls du das siehst, mach es fertig, Digga. Wir wollen es sehen. Gut umzusetzen. Das Spiel ist aber nochmal extra wichtig, da es viele wichtige Sonic-Charaktere eingeführt hat, wie Vector, Charmy oder Espio, die seitdem ein fester Bestandteil des Sonic-Universums sind. Kommen wir aber mal weg von Jump'n'Runs. Final Fantasy VII ist der wohl beliebteste Teil der Final Fantasy-Reihe. Das hat dazu geführt, dass ausgehend von diesem Spiel so unglaublich viele andere Spiele erschienen sind, die Final Fantasy-Story erweitern. Final Fantasy VII Snowboarding zum Beispiel. Es ist ein ziemlich wichtiges Spiel für die Lore, müsst ihr wissen. Ein Fan-Favorite ist aber Final Fantasy VII Crisis Core, in dem Zack Fair in die Hauptrolle schlüpft. Das Game spielt 7 Jahre. Gibt es auch Zack Unfair? Vor Final Fantasy VII erzählt Zacks Geschichte bei Soulja und seine Beziehung zu verschiedenen Charakteren aus dem originalen Spiel, unter anderem auch Cloud. Wir erfahren hier wirklich viel über Final Fantasy VII und die gesamte Backstory aus dem Universum kombiniert mit einem nicen Combat-System. Leider braucht man, um das Spiel zu spielen, einfach eine PSP. Fragt mich nicht, wieso das Spiel da rausgekommen ist, aber Gott sei Dank soll Ende diesen Jahres noch ein Remaster für die PS5 erscheinen. Darauf freue ich mich. Das werde ich mir auf jeden Fall holen, weil ich habe das OG Crisis-Core halt nicht gespielt. Ich weiß ungefähr, was da passiert, aber ich habe es halt nicht gespielt. Deswegen freue ich mich auf das Remastered. Weil ich glaube, das wird auch nochmal anders ablaufen als der OG-Teil. Aus bestimmten Gründen, die ich jetzt nicht spoilern will. So hart Bock darauf. Final Fantasy VII ist nämlich auch mein Favorite der Reihe. Einen ähnlichen Fall finden wir bei Metal Gear Solid, wo man in den ersten Spielen immer an der Rolle von Solid Snake war, änderte sich das plötzlich in Metal Gear Solid 2. Am Anfang spielen wir zwar wie gewohnt als Sieg, aber am Großteil des Spiels steht Raiden im Vordergrund, ein Rekrut der elitären Sondereinheit Foxhound. Da man hier wirklich die meiste Zeit als Raiden spielt, ist es natürlich die Frage, ob man ihn noch als Nebencharakter bezeichnen kann, aber es ändert nichts daran, dass eine große Stunde in Metal Rising Revengeance gekommen ist. Hier ist Raiden nämlich ohne Frage der Protagonist. Es spielt in der Zukunft, wo Raiden mittlerweile einfach ein Cyborg geworden ist. Das ist viel zu cool. Das Spiel verabschiedet sich von jeglichen Stealth-Elementen, für die Spielereihe ja eigentlich bekannt war und setzt voll und ganz auf. Aber ist halt die Frage, ob das gut ist. Ja, okay, das ist halt ein es ist halt ein Sidekick-Spiel, ne? Natürlich darf das ein anderes Genre haben, aber Metal Gear ist halt für Stealth bekannt und auf einmal ist das ein Hack'n'Slay wie Ninja Gaiden. Bei Ninja Gaiden war früher auch mal so eine Art Jump'n'Run zu den NES-Zeiten und inzwischen ist es auch einfach nur ein Hack'n'Slay. Blutiges Hack'n'Slay-Erlebnis, wogegen ich persönlich aber rein gar nichts habe. Das Spiel ist auch ziemlich... Ich muss sagen, Hack'n'Slay, ich kann mir schon vorstellen, dass viele halt ihr Spaß daran haben, aber das Genre an sich, also Hack'n'Slay, sagt mir jetzt nicht so zu. Also ich habe mit Hack'n'Slays nicht so viel Spaß, to be honest.
gut bei den Leuten angekommen. Imagine aber, halt, du bist Protagonist in einem Game. Yo, was ist das für ein Adonis? Und du killst Riesenroboter und Monster, aber dir wird die Show trotzdem von einem kleinen Roboter gestohlen. Das ist bei den Borderlands-Spielen passiert. Der kleine Roboter Claptrap hat die Herzen der Spieler erobert und das auch komplett zu Recht. Er hat einen in den ersten Borderlands-Spielen oft was verfolgt und mit lustigen Dialogen begleitet. So richtig spielen konnte man ihn aber erst in Borderlands The Pre-Sequel. Und ich weiß, in dem Spiel ist Claptrap nicht unbedingt Protagonist, da man neben ihm noch... Giga-Chat. Keine Ahnung, immer wenn ich den Giga-Chat sehe, dann denke ich mir so, Adonis ist irgendwie witziger. Ich weiß auch gar nicht, woher das kommt. Wobei, doch, ein Kumpel von mir, Jonas heißt der, also als ich ein bisschen fitter aussah als heute, habe ich ganz, ganz früher einem Crush ein Oberkörperbild, also ein Oberkörperfreibild geschickt. Und also mit Konsens natürlich. Und Jonas hat mich gefragt, ob er das Bild mal sehen kann. Und dann habe ich ihm dieses Bild gezeigt. Und er guckt so dieses Bild an. Yo, was ist das für ein Adonis? Und ich musste ultra lachen. Ich so, halt dein Maul. Was für Adonis? Und seitdem habe ich das komplett übernommen. Seit jetzt 3 oder 4 Jahren. Auch andere Personen spielen kann, aber ich bitte euch. Claptrap steht hier definitiv im Rampenlicht. Ihr merkt schon, dass Nebenfiguren plötzlich im Mittelpunkt stehen, ist gar nichts Ungewöhnliches. Es ist eine kann coole passieren. Art und Weise, um ein Universum zu erweitern, aber hier einen ganz anderen Blickwinkel zu erstellen. Jemand aus meiner alten Schule hieß echt Adonis. Boah, Menschen, du heißt einfach Adonis. Aber das Problem ist halt, wenn du Adonis heißt und keine Übermuskeln hast, dann bist du auch kein richtiger Adonis, in meinen Augen. Dann hast du diesen Namen nicht verdient. Außerdem ist es auch einfach cool für die Fans, in die Rolle seines eventuellen Lieblingscharakters gehen zu können und an seiner Position zu spielen. Wir sind uns aber hoffentlich alle einig. Planet Max hätte niemals erscheinen dürfen. Und ich wusste nicht mal, dass es existiert, aber das wäre auch besser gewesen, ehrlich gesagt. Gebt uns endlich ein Waluigi-Spiel. Ja, echt? Echt jetzt? Der Mann hat es mehr als verdient. Gib mir Waluigi! Das war mal wieder ein Scheiß-Video von Ulti. Ihr kriegt auf jeden Fall einen Daumen runter. Spaß, Leute. Spaß. Es kriegt einen Daumen hoch. Du bist viel zu weit weg. Die Gedanken in meinem Kopf gehen drip, drop.